auf der Offerta entdeckt aus dem Trend- und Medienzentrum aus Halle 3 und wir kümmern uns heute um den Teilbereich Expo Domo, alles was Häuslebauer wissen müssen, was Häuslebauer vielleicht auch kaufen möchten, gibt's dort oder gab es dort den ganzen Tag über zu erleben und bei mir ist Andreas Dürr von der Firma Town & Country House. Sie verkaufen Massivbauhäuser. Jawohl. Frage zum Einstieg, warum sollte ich mir ein Massivbauhaus hinstellen und nicht ein Fertighaus, das in ein paar Tagen aufgebaut ist? Na gut, erstmal brauche ich das ein Irrtum, dass die Häuser in ein paar Tagen aufgebaut sind, da sie im Vorfeld ja schon Monate, sage ich mal fast ein Dreivierteljahr brauchen, bis die Vorplanung beendet ist. Aufbauzeit haben wir im Moment bei Häusern auch im Massivbaubereich zwischen 3 und 4 Monate. Eine Vorlaufzeit von der Planung ungefähr von 2 Monate. Und man sieht ganz schnell, wir holen die sogar noch ein. Ja. Also es wird auch doch schneller gebaut als im Prinzip geplant. Und deswegen denke ich mir, dass es eine bessere Wertung ist und habe ein massives Haus, ein stabiles Haus und ich denke für die Zukunft auch ein sehr gutes Haus, einfach mal so gesagt. Und was sind die weiteren Vorteile? Ist es dann wirklich nachher stabiler oder im Vergleich zum Fertigbau? Man hat die Möglichkeit natürlich auch während der Bauzeit Änderungen zu machen. Ja, man hat Wände verschieben, man könnte noch sonstige Tätigkeiten im Haus selber tun. Man kann auch von der Haltbarkeit, sagt man einfach, da ist es einfach besser. Man kann Wände noch erneuern, ändern, auch in späteren Jahren. Und man sagt auch im Immobilienbereich, wenn man an die Wand klopft und es hallt, dann ist es nicht so viel wert. Sie sind jetzt auf der Offerta. Jetzt stelle ich mir vor, die Kunden, die kommen, die nehmen natürlich gerne mal eine Pfanne, nimmt man gerne mal mit, eine Tasche nimmt man gerne mal mit. Ein Massivbauhaus ist jetzt eigentlich keine Kaufentscheidung, die man übers Knie bricht. Ist es dann mehr so ein mittelfristiger Effekt oder ein langfristiger Effekt, den Sie feststellen? Ja, gut, wir arbeiten so in der allgemeinen Werbetechnik oder auch bei uns jetzt in meiner Firma langfristig. Die langfristige Werbung setzt natürlich voraus, dass die Qualität sowohl während als auch nach der Bauzeit stimmt. Das heißt, der Bauherr auch Zufriedenheit uns signalisiere. Des Weiteren sehen wir halt die Werbung als Information an. Der eine Bauherr weiß ja noch nicht, was er will, wo er sein vieles Geld oder sein wenig Geld anlegen will. Er versucht natürlich auch zu optimieren, ganz klar. Da fehlt die Sympathie, da fehlt die Qualität. Was will er wirklich? Ja, und so. Und ich denke, der Offerta bringt das sehr gut rüber. Man hat Alternative, man kann essen, trinken, man kann sich trotzdem informieren. Und ich denke, das ist auch das Wichtige, was wir dazu beitragen können, um auch, wie gesagt, lang- und mittelfristig Geschäfte zu machen. Viele sagen ja, Haus bauen oder Haus kaufen, ich miete das lieber, dann habe ich keinen Ärger damit. Wenn was kaputt ist, dann sage ich dem Vermieter einfach Bescheid. Ist auf der anderen Seite natürlich oft rausgeschmissenes Geld. Ja, wir haben natürlich oft die Anfrage, was kann ich tun, für wie viel Geld? Und dann kommen wir oft nach der Berechnung auf die Ebene, dass man sagt, ja, wenn ich doch 1.000 Euro Miete bezahle, könnte ich ja fast schon ein Haus bauen. Ja? Und das ist auch tatsächlich so. Im momentanen Zinsniveau Nevada, wenn wir uns bewegen, will man fast schon so sagen, können wir heute Massivhäuser im Bereich zwischen 120.000 und 160.000 Euro anbieten. Wenn man dann die Grundstücke zurechnet, haben sie nachher, je nachdem, zwischen 800 und 1.200 Euro im Monat Einsatz für ein neu gebautes Haus. Wir hatten auch schon einen Finanzierungsexperten her. Es ist ja tatsächlich so, dass mehr Leute sich eigentlich ein eigenes Haus leisten können, als es tatsächlich tun. Ja, leider ist anscheinend noch Informationsdefizite da. Die Leute, obwohl das es heute Möglichkeit geben würde, sowohl bei Häuslebauer als auch bei den Leuten, die Finanzierung machen, nachzufragen, das ist anscheinend noch zu wenig getan. Aber draußen kriegt man wirklich mit, dass es viel in der Richtung geht, dass Leute wirklich kommen und sagen, wir wollen, wenn sie ungefähr das gleiche Geld bezahlen wie bei der Miete. Wenn ich jetzt zu Ihnen komme und möchte ein Haus bauen, bekomme ich dann was von der Stange, bekomme ich Vorlagen, kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen? Wie entsteht so ein Plan für ein neues Haus? Also wir jetzt bei Town & Country haben ungefähr so 40 Häuser, die wir so visuell anbieten können, sowohl Grundrisse als auch natürlich die Optik. Dann können wir natürlich je nach Haustyp können wir das auch noch erweitern, Größe, Breite, Höhe, Tiefe. Und natürlich, der ganz wichtige Punkt ist, was will der Bauherr tatsächlich, was ist sein Traumhaus, was ist sein Wunsch. Und das wollen wir mit hundertprozentigem Engagement auch erreichen. Und Sie haben gemeint, man kann dann auch während des Baus durchaus mal noch eingreifen. Kommt das oft vor, dass man dann plötzlich merkt, wenn da schon ein bisschen was steht, na, ich hätte da doch gern was anders? Ja, wir haben öfters die Art, dass ich dann merke, okay, die Toilette will ich doch ein bisschen größer haben, ja, oder das Ankleidezimmer, da reicht mir doch nicht aus, oder ich will doch da und da Steckdosen noch haben, ja, oder irgendwelche Lampe oder Küche
kommt ja auch oft auch später, wo man dann sagt, ah nee, halt, wir müssen doch umplanen, neues Fenster oder sonstige Sachen. Also das ist sehr oft der Fall, ja, muss man sagen. Ja. Und wir können das auch Gott sei Dank realisieren, recht kurzfristig vor Ort. Und in Ihrem Bereich gibt es auch, oder wenn man zu Ihnen kommt, dann hat man auch alle Infos und ja, aus einer Hand und ist bei einem Ansprechpartner aufgehoben. Das heißt, man muss da nicht lange suchen. Wer macht mir jetzt noch die Heizung? Wer macht mir das Waschbecken? Kann man ja auch an den Falschen geraten. Da kümmern Sie sich dann drum. Ja, wir machen aber Rundum-Service für den Bauherrn. Also man muss auch manchmal sagen, ich bin froh, dass nicht alle Bauherren unsere Unterlage lesen und sich nicht richtig informieren, sonst wüsste ich gar nicht mehr, wer die alle bauen soll. Wir bringen also so viel Sicherheit mit unserem Engagement und mit unserem Schutzbriefe, was wir bieten, hinein, sodass wir sagen können, wir können denn in Abraham Schoß wiegen, von Tag der Planung bis im Prinzip zur Übergabe, schlüsselfertige Übergabe, sodass wir immer bisher einen sehr zufriedenen Bauherr gehabt haben. Stichwort Schutzbrief, Sie bauen also nicht nur die Häuser, sondern Sie sichern auch ab. Ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Ja, das ist sehr wichtig, wenn einer sehr viel Geld in die Hand nimmt. Für eine normale Person ist das sehr viel Geld. Geht es ja immer darum, was kriege ich für mein Geld, welche Leistung und wie sicher habe ich es dann angelegt. Mir hat es jetzt in der Bank gesehen, so sicher ist das nirgends. Wir haben uns dann so gewisse Schutzbriefe angeeignet, die mir gesagt haben, wir haben vor Bauzeit, mit während der Bauzeit und nach der Bauzeit den Bauherr abzusichern. Wichtige Punkte sind dabei, wenn es immer geht, ja um Geld. Der Bauherr darf sein Geld nicht verlieren. Das heißt, wir haben eine Treuhandkonto. Es wird treuhänderisch abgewickelt, das ganze Bauvorhaben, sodass kein Geld weggehen konnte. Auch wenn in Anführungszeichen mal eine Insolvenz oder ähnliches drohen würde, wird der Bauherr sein Haus weiter bebaut kriegen von der Firma Taunenkante. Und weiter haben wir natürlich noch die Absicherung auch nach der Bauzeit. Wir haben also eine Bürgschaftsurkunde, die auf versicherungstechnische Gründe abgesichert ist, sodass auch hier bis 75.000 Euro jedes Haus abgesichert ist, auch wenn, sag mal, der erbaut hatte, nicht mehr da wäre. Das ist, finde ich, sehr wichtig, weil hier geht es wirklich um ein lebenslanges Engagement der Kunden und müssen ja wahrscheinlich auch ihr Leben lang bezahlen. Andreas Dürr von Town & Country House, vielen Dank, dass Sie da waren. Bei der Offerte ist man also bestens versorgt, wenn man entweder schon Häuslebauer ist oder gerne noch Häuslebauer werden möchte. Aber natürlich gibt es auch ganz viele andere Dinge zu entdecken. Zum Beispiel können Sie bei uns vorbeikommen, hier beim Trend- und Medienforum in der Halle 3 und zuschauen, wie hier auf der Offerte entdeckt aufgezeichnet wird. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.